Hallo, ich bin die Anja von Kid 5 und heute nähe ich natürlich wieder mit euch und heute nähen wir was ganz Süßes, Kleines und wir reduzieren so ein bisschen unseren Vorrat in der Stoffkiste. Wir nähen heute kleine süße Babybuddies. Die könnt ihr nähen mit natürlich Langarm oder Kurzarm, je nachdem, wofür ihr den Body benötigt. Ihr könnt ganz tolle bunte Jerseys nehmen, gerade so ein kleiner Body. Ist immer gut für so ein kleines halbes Meterchen Rest, was irgendwo liegt, kann natürlich auch gemixt vernäht werden. Und ich zeige euch gleich, wie ihr dieses Schnittmuster näht mit einem einfachen gefalteten Bündchenstreifen, also einer einfachen Anfängervariante. Und dann zeige ich euch nochmal, wie man den Ausschnitt so schön wie hier bei diesen beiden auch einfassen kann. Das ist auch nicht besonders schwierig und ihr braucht dafür nur eine normale Nähmaschine. Material für so einen süßen Body benötigt ihr natürlich Jersey. Da gibt es ganz verschiedene, da gibt es zum Beispiel Wäsche-Jerseys oder schöne bunte Jerseys. Wichtig natürlich, dass der Jersey dehnbar ist, also einen leichten Elastananteil hat. Zusätzlich benötigt ihr noch für die Variante mit dem gefalteten Bündchen Bündchenware, Feinstrick oder Ribbündchen, obwohl ich euch da eher ein weiches Feinstrickbündchen empfehlen würde. Und wenn ihr die Variante näht mit dem eingefassten Ausschnitt, dann benötigt ihr einfach ein Jersey. Da könnt ihr ganz toll natürlich den gleichen Jersey nehmen, zum Beispiel auch gemustert wie der Body, oder ihr setzt das Ganze ab mit einem Uni-Jersey. Ich habe das Schnittmuster schon für euch geklebt und alle Teile zugeschnitten und ihr benötigt für so einen kleinen Body in Größe 56 ein Vorderteil, das ihr im Stoffbruch zuschneidet. Wichtig ist hierbei immer, hier seht ihr die Markierung, wo sich dieser Kragen nachher, das ist ja ein Schlupfkragen, sich der Kragen überschlägt. Diese markiert ihr euch gleich beim Zuschneiden auf beiden Seiten vor, sodass ihr nachher wisst, wo der Kragen genau übereinander liegt. Dann benötigt ihr nochmal das Rückteil, auch wieder im Stoffbruch, hier natürlich auch mit Markierung auf beiden Seiten. Und dann benötigt ihr den Ärmel zweimal und auch hier setzt ihr eine kleine Markierung an den Stoffbruch. So wisst ihr nachher, dass diese Markierung genau auf diese hier drüben trifft. Zusätzlich schneidet ihr ohne Schnittmusterteil einfach einen Streifen Bündchenware zu in 4 cm Breite. Dieser Ringelbody wird die Variante mit dem gefalteten, einfach angenähten Bündchenstreifen. Solltet ihr einfassen wollen, schneidet ihr euch einfach einen 4 cm breiten Streifen Jersey zu. Als erstes zeige ich euch jetzt hier an diesem Ringelbody, wie ihr diesen Body mit dem Bündchenstreifen näht. Und zwar nehmen wir erstmal das Vorderteil. Ich zeige euch hier die Technik und gleich folgt nochmal die Technik für das Einfassen. Und wir drehen den Body auf die rechte schöne Seite, also die rechte schöne Seite liegt nach oben. Und ich nehme meinen Bündchenstreifen, falte den auch, das so, dass die rechte Seite nach oben schaut. Und mit der offenen Kante nähe ich diesen jetzt gedehnt an den Halsausschnitt. Wichtig dabei ist, dass ihr immer am Anfang, egal ob ihr einfasst oder einen Streifen dran näht, immer so einen Zentimeter Bündchenware oder Einfassware überstehen lässt, damit nachher die Enden nicht zu kurz sind. Ich nähe erstmal locker einen Anfang vor. Wichtig ist es, dass ihr die ersten 2-3 cm nur ganz, ganz wenig Zug auf diesen Streifen gebt, also diesen Streifen nicht gleich super extrem lang zieht beim Aufnähen, sondern nur ganz wenig Zug gebt in dieser ersten Rundung und gebt ein bisschen mehr Zug am Halsausschnitt und an der letzten Rundung gebt ihr wieder etwas weniger. Also beim Aufnähen dieses Streifens ziehe ich den einfach ein bisschen in die Länge und dann nähe ich den ganz knappkantig fest. Den Streifen lege ich dabei immer schön in die Rundung des Ausschnittes. Und hier am Ende wieder nur ganz, ganz leichten Zug. Man
Zahnhalsausschnitt ist jetzt hier schon schön versäubert. Ich drehe mir das auf die rechte Seite und jetzt wird das nochmal ganz ordentlich schön übergebügelt. Wer mag, kann sich nochmal die Nahtwulst nach innen absteppen. Für die, die mit einer normalen Nähmaschine nähen, versäubern sich natürlich die innere Naht jetzt noch einmal. Und so nähen wir jetzt alle schönen Seiten am Body, was heißt oben den Ausschnitt und diese untere Beinkante mit diesem Bündchenstreifen. Das gleiche folgt nochmal beim Rückteil und auch die Ärmelenden. An die Ärmelenden wird erstmal ein Stückchen Bündchenstreifen genäht. Ich habe mir jetzt schon einen zweiten Body vorbereitet, denn ich möchte euch ja noch die Technik des Einfassens zeigen und diesen werden wir gleich auch nachher zusammennähen. Hier seht ihr nochmal, was ihr alles mit diesem Streifen versäubern sollt oder an welchen ihr den Bündchenstreifen näht. Also immer den Halsausschnitt und unten diese Bodynaht und an den Ärmeln die Ärmelenden. Und so bereitet ihr euch alle Teile vor. Eines habe ich hier natürlich auch noch ausgelassen. Und zwar haben wir hier noch den Halsausschnitt des Vorderteils und hieran zeige ich euch jetzt einmal, wie einfach das geht, dieses einzufassen. Ihr benötigt natürlich wieder einen Streifen, hierfür nehme ich aber Jersey. Schön ist es dabei auch, wenn man den gleichen Muster Jersey nimmt, so wie der Body ist. Das sieht besonders süß aus. Damit ihr es besser sehen könnt, habe ich hier rosanen Jersey zugeschnitten in 4 cm Breite. Das geht am einfachsten mit einer Schneidmatte und einem Rollschneider. Nun nähe ich diesen Streifen an diese Oberkante und zwar lege ich wieder 1 cm diesen Stoffstreifen über den Anfang der Ausschnittkante und lege diesen direkt daran. An der Nähmaschine stelle ich mir jetzt die Nadelstellung auf links. Also die Nähnadel sitzt nicht mehr in der Mitte, sondern rückt ein Stückchen nach links. Wer diese Funktion nicht hat an der Nähmaschine, näht zusätzlich zu Steppfüßchen breit. Also Steppfüßchen breit heißt, dass der Fuß direkt an der Nahtkante läuft. 2 mm entfernt von der Nahtkante Steppfüßchen breit. Also so, wie ich euch das zeige mit dem Finger. Und wir nähen jetzt auch diesen Streifen mit Zug an die Ausschnittkante. Ganz am Anfang, am ersten Zentimeter, eher wenig Zug. Aber bei dieser Variante ist es schon so, dass man den Jersey-Streifen ordentlich ziehen kann, weil sich das nachher trotzdem toll in die Rundung legt. Und nun ziehe ich den Streifen ordentlich auf Zug und lege ihn in die Rundung des Ausschnittes. Keine Angst, das rollt sich so ein bisschen auf der anderen Seite, das ist aber kein Problem. Und immer wieder zupfen und beides zurechtlegen. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Ärmel oder den Ausschnitt einzufassen. Wir haben jetzt erstmal nur den Streifen aufgenäht. Jetzt müssen wir uns für eine Stichart entscheiden, also einen elastischen Stich. Wenn ihr habt, natürlich geht das auch mit einer Coverlock-Maschine. Die ist aber sehr teuer und ist auch nicht unbedingt notwendig. Schön klappt das auch mit der Zwillingsnadel, also wenn ihr eine Zwillingsnadel habt, dann ist diese Naht auf jeden Fall von alleine elastisch und ihr bekommt diese tolle zweizügige Doppelnaht. Wer da noch Fragen zu hatte, haben wir auch noch ein extra Video dazu gedreht, das kann ich euch auch in der Box verlinken. Oder ihr nehmt, wenn ihr es euch einfach machen wollt, diesen elastischen Zickzackstich, den haben fast alle Nähmaschinen oder den haben alle Nähmaschinen. Der sieht gerade bei Mädchenbodies auch ganz süß aus und den verwende ich jetzt für meinen Streifen. Ich habe mir das Ganze jetzt einmal nach oben geschlagen, also diesen Stoffstreifen nach oben geschlagen und einmal kräftig übergebügelt, sodass beide Stoffe schön glatt sind. Und nun werde ich mir das Ganze um die Nahtkante legen. Also ihr seht, die Naht schaut hier nach oben und wir legen diesen Stoff einfach um die Nahtkante. Und ich nehme hier einmal die Mitte. Es wird auch nicht das ganze Stück gesteckt, sondern nur ein Teil erstmal. Und den Anfang. Wichtig ist es, dass ihr immer von der schönen Seite guckt, dass die Abstände gleich sind und der Stoffstreifen schön nach innen liegt. Und dann wird der Ausschnitt immer ein bisschen auf Zug gehalten. Und ich klipse mir den jetzt fest. Nun nähe ich mit diesem flexiblen Zickzackstich sehr nah an dieser Naht.
diesen Streifen einfach um. Dabei ziehe ich den Ausschnitt immer gerade und so merkt ihr, so geht es am einfachsten. Also ich halte es ordentlich auf Zug und nähe dabei eine schöne gerade Naht und eine schöne gerade eingefasste Kante zu nähen. Ich beginne immer ein Stückchen vor dem Body. Ich habe das Ganze ja auch ein bisschen lang gelassen, sodass die Naht gleich am Body schön ist. Zupft euch alles zurecht, legt den Stoffstreifen schön darunter und jetzt halten wir die eingefasste Kante fest und ich nehme die Clips schon mal teilweise raus und jetzt nähe ich mit dem flexiblen Zickzackstich das Ganze einmal um. Wenn ihr eine Pause macht, dann lasst immer die Nadel im Stoff stecken. Fertig ist unsere eingefasste Kante. Hier seht ihr es von innen. Das sieht eigentlich sehr schön sauber aus. Wenn ihr noch so ein bisschen Stoffüberstände habt, dann könnt ihr die ganz leicht zurückschneiden. Von der Vorderseite sieht das jetzt so hübsch aus. Jetzt bügele ich nochmal diese eingefasste Kante mit dem Bügeleisen glatt und dann nähen wir den Body nur noch zusammen. Als nächstes stecken wir uns jetzt beide Bodyteile zusammen und jetzt kommen unsere Markierungen hier zum Spiel. Es ist so, dass ihr den Body vor euch hinlegt mit den unschönen Seiten nach oben und wichtig ist es, dass ihr als erstes das Rückteil auf den Tisch legt. Also ich markiere mir das immer gerne mit dem Trickmarker von innen. Ich habe mir sogar ein R reingeschrieben, das ist ja wieder auswaschbar, damit ich hier jetzt bloß keinen Fehler mache. Hier ist das Vorderteil, weil der Kragen soll sich nachher von hinten nach vorne überschlagen. Also Rückteil nach unten, Vorderteil kommt da drauf, Markierung übereinander und zack, Stecknadel hinein. Ich stecke mir jetzt nur diesen oberen Bereich, wo sich Vorder- und Rückteil überschlagen, mit Nadeln, denn ich möchte gleich mit der Nähmaschine auch über die Nadel nähen, sodass mir dieser Teil nicht verrutscht. Und nun nähe ich dieses hier ganz knappkantig hier vorne einfach zusammen, damit mir gleich beim Ärmel annähen nichts verrutscht. Nun habe ich hier beide Teile zusammengenäht. Ihr könnt die Überstände jetzt dieses Streifens an den Seiten abschneiden oder ein bisschen zurückkürzen. Und nun legen wir uns das ganze Teil auf die schöne Seite und stecken jetzt den Ärmel an. Und wichtig, hier kommt wieder unsere kleine Markierung. Kann man schon nicht mehr erkennen. Trickmarker lässt immer schnell auch nach die Farbe. Und stecken diese jetzt auf die Markierung, auf der sich jetzt Vorder- und Rückteil dort überschlagen haben. Zack, einmal in der Mitte. Und einmal am Anfang. Und am Ende des Ärmels und an der Armkugel. Ups. Und nun näht ihr hier in dieser Rundung einmal den Ärmel an. Nun haben wir schon alle vier Teile miteinander verbunden. Und nun werden nur noch die Seiten verschlossen. Wir legen den Body wieder so zusammen. Und hierbei ist es ganz wichtig, dass ihr euch den Anfang einmal mit der normalen Nähmaschine vornäht. Ich stecke mir also hier nur die Enden hier unten und auch am Ärmel mit einer Nadel vor. Und jetzt nähe ich gleich diese kleine eingefasste Kante oder die Bündchenkante an diesem Zentimeter zusammen, weil es manchmal ist, wenn ihr mit der Overlock gleich nähen würdet, würden sich diese zwei Teile verschieben und ihr habt die nicht auf gleicher Höhe. So nähe ich mir diese kleinen Enden einmal mit der Nähmaschine vor und danach, zack, verschließt ihr die ganze Naht. Nun nähe ich die ganze Naht vom Ärmelende bis zum seitlichen Saum unten, kann man ja nicht so genau sagen, genau, einmal zusammen. Wichtig ist dabei natürlich, dass die Nahtkante hier direkt unterm Arm, dass die beide auf einer Linie liegen. Jetzt
könnt ihr diese kleinen Overlock-Raupen oder Fadenraupen noch mit einer Stopfnadel oder mit so einer Fangnadel hier in die Naht ziehen. Ich verklebe mir das Ganze gerne mit ein bisschen flexiblen Textilkleber hier vorne nochmal, dass es nicht aufgeht. Oder ihr könnt den Body einfach auf die schöne Seite legen, legt die Nahtkante nach hinten und steppt das hier auf dem Bündchenstreifen noch einmal fest, damit die Nahtkante schön flach liegt und sich die Naht hier am Ende nicht öffnet. Als letztes müsst ihr jetzt noch die kleinen Druckknöpfchen applizieren. Ich zeichne mir immer mittig und so 1,5 cm daneben die Druckknöpfchen stellen immer vor. Und dann appliziert ihr auf die äußere Seite des Vorderteils das Knöpfchenteil mit dem kleinen Kopf, also mit dem Köpfchen, mit dem Erhabenen. Und auf die Innenseite des Rückteils diese gerade Seite des Knöpfchens. Und dann können wir den Body auch schon zumachen. Und unser süßer Mädchenbody ist fertig. Fertig sind unsere zwei süßen Babybodies. Einmal mit dem eingefassten Halsausschnitt hier an dem Blümchenbody und mit dem einfach gefalteten Bündchenstreifen am Halsausschnitt und einmal rundherum. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr traut euch vielleicht einmal an das Einfassen ran. Das ist gar nicht so schwierig und ist eine tolle Technik. So könnt ihr natürlich auch den Halsausschnitt von normalen T-Shirts einfassen. Also ganz einfach und ihr braucht dafür nur eine normale Nähmaschine. Oder diese Variante mit dem Streifen ist eher was für Anfänger. Sieht aber trotzdem, finde ich, beides super aus und kann sich prima sehen lassen. Ja, ich hoffe, euch hat unser kleines Video gefallen und ihr näht jetzt auch eure Buddies selber. So kann man wirklich ganz tolle, quietschbunte Buddies passend zu jedem Outfit nähen und ich glaube, die bekommt ihr so nicht zu kaufen. Ja, wenn euch unser Video gefallen hat, dann lasst uns doch einfach einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen habt und Anregungen, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr mir was in die Kommentarbox schreibt. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.